Ja, hallo, hier ist Hendrik von JB Spielwaren, heute mit einem weiteren Set-Review zum Thema Lego Ninjago. Und es geht um den Gamers Market 71708, kostet 34,99 und hat, wie man hier sehr schön sieht, 2, 4, 6, 8, 9 Figuren mit dabei. Also, ja, eine extrem hohe Figurenanzahl. Gucken wir uns das Set mal an. Ich habe es auch schon gebaut und als erstes der ja, Aufkleberbogen. Ich hatte es in anderen Reviews schon gesagt. Man sieht hier ganz toll, es wird für Lego Dots auch Ninjago-Motive geben und die kann man eben hier auf jedem Motiv bzw. auf jedem Aufkleberbogen von den diesjährigen Ninjago-Sets sind entsprechend Aufkleber mit dabei für Dots. So, in drei Bauschritten unterteilt wird der Gamers Market aufgebaut. Man sieht das hier ganz schön. Im Bauschritt 1 drei Figuren, den Schwertstein und hier den Marktstand. Bauschritt 2 wieder drei Figuren, einen Marktstand. Bauschritt 3 das gleiche Spiel, immer drei Figuren. Und jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis. So, der Marktstand Nummer 1. Sieht folgendermaßen aus. Man erkennt den asiatischen Einschlag, ganz nett, ganz interessant gebaut, hier auch mit den Mikrofonen. Ansonsten ist der Fokus, ist der etwas blank, würde ich mal sagen, und der Fokus liegt mit Sicherheit auf den Figuren. Und zwar haben wir zwei Bösewichte mit dabei, rotes Visier und der hier heißt, weiß ich nicht genau, Richie, glaube ich, genau, Richie. Und wir haben hier den Avatar von Harumi. Ist, glaube ich, exklusiv in diesem Set. Sieht auch recht ja, cool aus, finde ich, die Figur. Jetzt versuche ich gerade mal das Plastik abzumachen. Die Haare, das will mir nicht so recht gelingen, weil das eben dieses Soft-Plastik ist. Jetzt habe ich es. Ich wollte euch mal kurz noch das andere Gesicht zeigen. Ja, schöne Figur. Ich glaube, wie gesagt, exklusiv hier in diesem Set enthalten. Und natürlich haben sie alle ihre Waffen mit dabei. Das hier sind die Ersatzteile. So, zwei rote Schwerter bekommt man noch gratis mit dazu. Gucken wir uns den Marktstand Nummer 2 an. Das ist der hier. Und hier werden auch wieder drei Figuren gebaut. Das ist einmal hier unser, ich glaube, es ist ja Digi-J. Dann haben wir einen Marktstandbesucher, der heißt Okino. Und wir haben Scott, der mich etwas an den Hidden Side Jake erinnert. Genau. Drei sehr coole Figuren, tolles Haarteil hier vorne, beziehungsweise tolle Kapuze, detaillierter Oberkörper. Diese Figur ist irgendwie mein Highlight. Ich glaube auch exklusiv in diesem Set. Hab das Haarteil noch nie gesehen, muss nichts heißen, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Figur hat auch ein doppelseitiges Gesicht. Einmal nicht ganz so verärgert wie vorne, aber freundlich gucken hat der gute Mann nicht gelernt. So, den Jake gibt es in der Digitalversion und dann auch wie in den anderen Sets mit doppelseitigem Kopf in der freundlichen Variante. Genau. So, kommen wir zu dem Marktstand. Hier kann man also Waffen aller Art kaufen. Ob sich es drehen soll, weiß ich nicht. Es kann sich auf jeden Fall drehen. Ich kann hier die ganzen transparenten Waffen kaufen. Es ist auch explizit als Verkaufsstand ausgewiesen. Und wenn ich hier hinten mal schaue, gibt es weitere Waffen. Einmal hier den Drachenkopf als Schwert und dann drei normale Schwerter. Ganz nett gebaut hier mit den ehemaligen Star Wars-Schutzschilden. Genau, das ist Marktstand und Bauschritt 2. Und dann kommen wir zum Marktstand Nummer 3. Fangen wir mal erst mit dem Stand an. Diesmal kann ich Kopfbedeckungen kaufen. Von Ritterhelm über Zylinder, über das hier ist, glaube ich, aus dem Harry Potter Set ein Hut. Und ich habe auch Bennys Raumfahrerhelm, allerdings in der heilen Variante. Wird für Space-Sammler oder für Leute, die sich für Space interessieren, mit Sicherheit sehr interessant sein. Sehr netter kleiner Marktstand. Auch hier gibt es wieder drei Figuren. Das ist einmal, glaube ich zumindest, Avatar Nia. Dann haben wir Pink Zane. Und
Coal. Alle exklusiv in diesem Set. Glaube ich zumindest. Immer mit vor, mit, immer ohne Gewehr, wie man so schön sagt. Die Nia hier ist unter Wasser unterwegs als Taucherin. Sehr nette Figur. Den Pink Zane, ja, wer es mag, wird mit Sicherheit eine beliebte Figur werden. Ist ja sonst weiß. Weiß ich nicht, warum er jetzt pink ist. Kann mir vielleicht jemand erklären, der die Serie dann schaut. Und kommt mit zwei Wurfsternen daher. So, geben wir ihm mal wieder seine Kopfbedeckung. Und der Cole als Bauarbeiter, würde ich das mal sagen, als Lumberjack. Genau, so, wenn man sich das ganze Set... Ach, Ersatzteile gibt es hier auch noch ohne Ende, die sieht man hier. Also an Waffen mangelt es in diesem Set mit Sicherheit nicht. An Figuren auch nicht, deswegen, wenn ich das Ganze einmal zusammenfassen soll, dann ist das für 35 Euro ein richtig, richtig tolles Set, das man sich in jedem Fall zulegen sollte. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Es sind alle wichtigen Figuren dabei, es sind viele exklusive Figuren dabei und von daher dringende Kaufempfehlung. Sage ich nicht oft, aber bei diesem Set hier bin ich wirklich begeistert. Spielwert ist entsprechend hoch mit den vielen Figuren. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Review zu dem Set gefallen und ihr konntet was damit anfangen. Schaut mal wieder rein bei uns. Ciao, Hendrik von JB Spielwaren.